Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von We Happy Few. Wir sind in der letzten Folge hier in dieses Hooligan-Lager eingedrungen. Wir müssen eine Kriegsmedaille finden und eine Energiezelle. Und sollten uns tunlichst nicht erwischen lassen. Scotch Metallteile nehmen wir mit. Unerlaubtes Betreten, ja, dessen bin ich mir. Durchaus bewusst. Nichts, was ich mitnehmen könnte. I guess I have to take that elevator. I hope no one notices. Ein Aufzug, okay. Ja, die Sprachausgabe ist leider in Englisch und wir haben keine deutschen Untertitel. Das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten, die Texte sind deutsch. Klemmt. Das heißt, da komme ich auch nicht dran. Kann ich eigentlich Waffen auswählen? Ich könnte sie fallen lassen, das will ich aber nicht. Und craften kann ich hier jetzt auch nichts, ne? Oder? Dreckigen Verband können wir machen. Heilbalsam, sehr gut. Das ist auch eine Quest. Sehr schön. Sehr gut, da haben wir welchen gemacht. Verband können wir nochmal fertigen. Haben wir auch welchen gemacht. Und Anzug keinen. Da hätten wir jetzt wieder Stofffetzen für gebraucht. Die habe ich gerade zum Verband verarbeitet. So, Dietrich können wir noch machen. Ja, Waffen nicht. Da brauchen wir so einen Jubler-Aktivator. Feines Leinentuch. Ah, so ein Ding. Okay, ja. Crafting haben wir erledigt. Heilbalsam fertigen. Heile Gesundheitsschaden, indem du den Heilbalsam verwendest. Brauchen wir jetzt aber noch nicht. Knopf drücken. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, den. Lovely day, Fred. A lovely day it is. Not many people get this far. It's sort of a test. Someone who gets this far usually puts up a decent fight. In the arena. I don't suppose there's some way I could be more useful to you alive. I don't know. Can you juggle? Well, I can write a lovely poem. I won a prize in school. Ich glaube, die lassen uns nicht rein. We've already got a bad. First, put your things in that box. We'll leave you there to starve. Gird thy loins for the moment of truth. For it is upon you. Halt! Jetzt haben wir unser Inventar geleert, ne? Das war nicht sehr intelligent. Regeln für die Headjungs. So, Little George muss für seine Initiation einen Arena-Kampf gegen einen Touristen gewinnen. Kämpfe gegen Schwache tun nichts Gutes, sind nicht fair. Nur Frischfleisch. Essen stehlen, und zwar nicht von einer Leiche.
Sich ins Dorf schleichen und einen Bobbyhut klauen? Vielleicht sollte es der rote Bobbyhut sein. Die Kahlerei würde ich gerne sehen. Seine Lederjacke reinigen und nicht mehr so ein langweiliger Flachwichser sein. Okay. Ladies and Gentlemen, will you please welcome warmly Arthur, King of the Parade! Let's see if we can keep blood off that. Ich will meine Sachen wieder haben. Ich glaube, wir müssen kämpfen. I'm sorry. I don't think I know you. Of course you know me. You got me sacked from the old Corrin. I don't remember that. I don't work there anymore. You thought one of my articles was insufficiently original. Danny Defoe. Der mag uns, glaube ich, nicht. You lost a bit of weight. To be fair, you did copy my piece line by line. Who gives a shit, Hastings? A newspaper's supposed to make you feel good. Nobody remembers what they read. I don't want to fight you. The feeling is muted. There's only enough food for the winners, see? Now, lads, choose your weapons. One is quite lethal. The other will just give the other chap some bad dreams. Gepolsterter Ast, Spitzstock. That padded one doesn't look nearly as effective. How badly do I not want to kill good old Danny? Wir nehmen mal den da. And Danny's picked the lethal one. That's cheery. Hey, some guy. I got great odds on you. Don't fuck it up. He's got to come on strong with that lead pipe. You're gonna want to block that. Du magst mich nicht, ich mag dich nicht. So einfach ist das. Aua. Ja, der hat schlechte Karten. Wir brauchen ein bisschen Energie. Oh. Da müssen wir echt kämpfen. Eigentlich müssen wir gewinnen. Aua. Ich glaube, wir haben gewonnen. Danny auf einen Gegner werfen. Rotten apple! Tourist!
Du erliegst deinen Wunden. Ja, ich hab leider nichts. Ich muss ihn tragen. Ich habe leider nichts, mit dem ich meine Wunden heilen könnte. Okay, wir sind gestorben. Schade. Sehr schade. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir jetzt wieder landen. Okay. Zwei Ladies da. Aua. Wow. Den Aufzug nehmen, das schaffen wir. Schwerer Kampf. I've got a sinking feeling. Oh. Oh God, this one. Oh God. Die gute durchsuchen wir mal. Die hat nichts. Hier liegen schon ein paar. Da hat auch nichts. Der hat auch nichts. Verfaulte Kartoffel nehmen wir mal mit. Ja, ich glaube, wir müssen hier rausklettern. Erste Hilfe Set. Sehr gut. Wir können es aber craften. Wir haben Metallteile gefunden. Da muss ich hin. Jimmy Bar, Brecheisen. Wir brauchen noch mehr Metallteile. I'm gonna have to search these bodies for bits and bobs of metal, aren't I? Oh. Ist hier noch mehr? Das ich übersehen hab? Die haben wir alle durchsucht, okay. So. Jetzt. Wir wollen ja nicht bei den anderen da unten enden, ne? I suppose now that no one is actively trying to kill me, I ought to be on the lookout for a Motiline dispenser. That chap at the bridge said I'd need a power cell. And it. Schließt du die Quest in Wellington Wells ab, erhältst du Fähigkeitspunkte. Um deine Fähigkeitspunkte zu nutzen, öffne den Fähigkeitsbaum mit Tab. Okay. Kaufe die Fähigkeit Süße Träume. Süße Träume. Wo haben wir sie denn? Acer. Nicht Acer.
Englisch. Flink. Süße Träume kaufen wir. Ja. Würge Menschen leise von hinten, bis sie bewusstlos sind. Ersticke sie in ihren Betten, bis sie bewusstlos sind. Okay. I suppose now I better figure out how to get rid of him real quiet like. I definitely don't want a crowd. Den Pinkler hier ein wenig würgen. Oh, just relax. Don't question it. Oh, okay, den kann ich da also nicht. Ich dachte, ich könnte den lecker. Also es sieht einfach eklig aus hier. So, nehmen wir mit. Da kann ich mich verstecken, okay. Haben wir Durst? Drücke C zum Schleichen. Beim Schleichen ist deine Sichtbarkeit verringert und du machst weniger Geräusche. Außerdem siehst du die Schritte naher Feinde sogar durch Wände. Versuche den Hooligans an diesem Zimmer vorbeizuschleichen. Ah, da sehen wir die Schritte, okay. Klebeband nehmen wir mit. Metallteile nehmen wir mit. Schlafen macht hier keinen Sinn. Wow. Wow. Kartoffeln nehmen wir mit. Bobby-Nadel. Ich guck mal, ob ich den erwürgt krieg. Oh, please don't make a fuss. Gehabt euch wohl. Den haben wir noch gar nicht durchsucht. Suchen. Hat aber auch nichts. Okay. So, jetzt können wir nochmal in Ruhe weiter gucken. Schlafen will ich nicht. Ich will nur nichts versehentlich liegen lassen, was wir brauchen könnten. Sehr gut. Nein, nein, nicht sitzen. Ach, stehst du wohl auf dem Nudel? TV. Oh, ne, den verwenden wir nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. Das nehmen wir mit. Teeblätter nehmen wir mit. Da ist ein Fenster, da weiß ich nicht. Teetasse nehmen wir mit. Kriegsration nehmen wir auch mit. Können wir immer gebrauchen. Der ist leer. So, Schnellzugriffsplätze werden automatisch von deinem Inventar gefüllt und werden unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Um den aktiven Schnellzugriffsplatz zu wählen, drücke 1 für Heilgegenstände, 2 für Nahrung. 3 für Werkzeuge und Dinge, die du werfen kannst, 4 für Drogen. Drücke den Knopf erneut, um die Gegenstände in jedem Schnellzugriffsplatz zu scrollen. Halte F, um die Gegenstände zu nutzen oder auszurüsten. Und es ist leichter, dich an deinen Feinden vorbeizubewegen, wenn sie woanders hinsehen.
Um für Ablenkung zu sorgen, wähle mit dem Schnellzugriffsplatz 3 für Gerät und tippe erneut auf 3, bis du bei einer Flasche bist. Hebe die Flasche mit F und halte linke Maustaste gedrückt, um zu zielen. Lasse los, um dorthin zu werfen, wo die Leute nachsehen sollen. Um den Wurf abzubrechen, drücke einfach die rechte Maustaste. Okay. Nehmen wir alles mit. So, 3. Glasflasche sind wir, sehr gut. Ah, Pfeil. 2 ist Nahrung, Kriegsration, sehr gut, die können wir essen. Wir haben nämlich Hunger. Verfaulte Zwiebel, verfaulte Kartoffel, Karotte, 3, Glasflasche. So. Da ist einer, okay. Ich bin überhaupt nicht da. Glasflasche, sehr schön. Glasflasche. Oder läuft. Und da sitzt einer. Okay. Das sind 2. Ich dachte, das wäre einer. Jetzt müssen wir das Ganze mal ein bisschen im Auge behalten. Den einen muss ich, glaube ich, erstmal leise entsorgen. Muss ich nur mal gucken, wie der hier läuft. Okay, da können wir kalt machen. Gut, müssen wir gerade warten, bis der hier lang läuft. Dass wir den dann hinterrücks schnappen und einfach killen können. Jetzt läuft er auf uns zu. Bleibt stehen. Please don't struggle. Das stört er nicht. So. Jetzt haben wir noch den Dude da hinten. Steht er einfach auf. Das heißt, wir sollten die Flasche werfen. Dass der sucht. Ah, hat einen Dietrich, den nehmen wir mit. So, jetzt haben wir hoffentlich alles
zwei große Splitter. Da haben wir noch eine Flasche, die nehmen wir auch mit. Da können wir nichts mitmachen. Das sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Und scheint auch nicht sehr gesund zu sein. There we go. I can find a power cell right there. Energiezelle, jawohl. Das haben wir schon mal geschafft. Oh, viele, viele Sachen. Sehr schön. Wir haben unsere Sachen wieder. Sehr schön. Erstquest-Gegenstände. Okay, hier kommen wir raus. Ich guck mal, ob wir die... Schloss knacken. Das war die falsche Taste. Die nehmen wir mit. Ja, pennen gehen wir jetzt nicht. Da ist die Kriegsmedaille. I guess I can go to that hamlet and give that chap his medals and he'll give me the card I need to cross the bridge. Jetzt müssen wir den Bunker noch durchsuchen. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir mit. Das haben wir alles durchsucht. Schließfach ist leer. Radio. Interessiert mich nicht. So, dann geht's mal hier hinaus. Den Hof des Lagers verlassen, okay. Ich weiß nicht, wie groß unser Inventar ist. Aber es hat eine ganz ordentliche Größe, habe ich den Eindruck. Feinde sehen dich nicht, wenn du dich in Büsche mit gelben Blumen anschleichst, außer sie stoßen auf dich. Das sieht nach einem Plumpsklo aus. Okay, da ist einer. Jetzt guckt er nach hinten. Da sind die gelben Blumen. Und da ist auch einer. Da hinten ist einer. Ups. Wir haben ja viele Glasflaschen, das ist schon mal gut. Der läuft dort entlang. Wir sind in Büschen mit gelben Blumen, das ist gut.
Der steht da hinten, der pennt mehr. Ich glaube, jetzt müssen wir erst den da ausschalten, oder? This won't take a minute. Jetzt bin ich verborgen, okay. Hier dreht er uns dann nochmal irgendwie den Rücken zu. Genau. Oh. Sorry to bother. Oh oh. Aua. So. I've always liked you, actually. Der hatte nichts dabei. Wo warst du hier? Da. Der hatte auch nichts dabei. Dann haben wir die Aufgabe hier nämlich auch erledigt. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Achso, da habe ich den Bobby-Nadeln. Sehr schön, die brauchen wir. Nehmen wir auch mit. Hier war doch irgendwo noch ein Dude. Da. Dietrich, sehr schön. Die können wir mitnehmen. Die ist leer, die haben wir gerade durchsucht. Klopapier. Irgendwas konnte ich hier stehlen. Ach, die Glasflasche, okay. Sitzen will ich nicht. Glasflasche nehmen wir mit. Bobby-Nadel nehmen wir mit. Glasflaschen weiß man nie, wie viel man davon noch braucht. Ich will mich nicht verstecken. Ich will die Glasflaschen stehlen. Ah, hier ist nur einfach so ein Gang, wo wir rein können. Ja, hier geht's raus. Dann knacken wir das Schloss. Mal gucken, dass ich mich nicht immer so da verstecke. So, David Livingston seine Medaillen zurückgeben. Das, meine Lieben, werden wir aber in der nächsten Folge machen. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Hat man hier nicht noch irgendwo diese Nachtrosen, Nachtdings, Bums, Dings da? Wow, wo bin ich denn hier? Ach, hier sind wir reingekommen. Okay. Dann kommen wir hier auch wieder zurück. Ich will gerade nochmal solche Nachtdings Gewächse. Oder wir schließen die Quest gerade noch ab. Das wäre auch noch eine Variante. Da haben wir sie doch. Ne, das war eine Balsamrose. Okay. Wir müssen zu dieser Brücke.
Vogel. Da sind sie doch. Die Nacht. Wie heißen sie denn? Nachtklee, genau, den brauchen wir. Oder den hätte ich gerne einfach, sagen wir es mal so. Den kommt man noch in der Early Access schon nur im. Ich suche mal die Route mal, die hat nichts dabei. Was ist er für einer? It occurs to me that the locals may not be all that welcoming. Oh dear, let's try not to get killed, shall we? Hello? Anyone out there? What the hell? Okay. Are you a tourist? You're dressed like one. Shit. Slumming it, are we? Must be nice to have a closet. Over here. You want to get thrashed? Come in. Danke. Come in. Wer auch immer du bist. Aren't you? From the parade? Yes. Well, I. How could you tell? Yeah. I'll tell you how to survive your next 5 minutes, and in return, you'll give me your socks. Well, that's outrageous. Your funeral. Why are they so angry? Because okay. That suit you're wearing reminds them of all the jolly, proper, decent wellies who drove them out of the homes in the village. And now we're all cold and tired and starving to death. You better get a nice sharp rock and rip that to shreds. My uncle gave this to me for Christmas. Or they'll rip you to shreds. Shit. I hadn't thought there would be so many. Yeah, it's like the latest groovy nightclub, isn't it? People get a bad batch of joy. And it, like, flips a switch, and they can't take joy anymore. So they get chased out of the village. Been a lot of bad batches lately. So what happens if I rip up my suit? They invite me over for tea and biscuits. Then they really won't give a damn what you do, so long as you don't take things that don't belong to you. Or go up and punch someone in the nose. Now you can survive the next 5 minutes. Cheerio! Okay. Wir müssen einen zerrissenen Anzug fertigen. Aber erstmal, ja, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffe, die Folge hat euch gefallen. Oh, wir können eine Werkbank fertigen, benutzen. Brecheisen, das brauchen wir im Moment gerade nicht, das haben wir nämlich. Zerrissenen Anzug kann ich machen, sehr schön. Sehr gut. Den muss ich jetzt nur noch anziehen, ne? Zerrissener Anzug. Trage dies, um dich im District Garden. Now, if I was Percy, I'd just go promenading about, wondering why everyone was staring. He never did quite grasp what's so important about wearing clothes. Okay, trage ich den jetzt? Jetzt trage ich ihn, oder? Was haben wir da noch? Taschenerweiterungssatz. Verwenden, okay. Ah, F ist ablegen. Okay, haben wir jetzt. Den tragen wir, okay. I don't think my suit is decent anymore. I could wear it around the garden district, but proper folk will have me pegged for a wastrel. So, das nehmen wir natürlich alles mit, was geht. Ast. Hi. I got your medals. Thank you. Ach, das war der. Das war die Quest, die wir abschließen wollten. In 42,
the card to get across the bridge? Right. Oh, of course, yeah. Sorry. Forgive an old man his memories. Well, good luck. I've got this key card, and I can power up the gate with the power cell. I guess I'm ready to cross the bridge. Sehr gut. Wir können jetzt die Brücke benutzen. Oh, that's a bit risky. Look what happened to Goldilocks. A safe. I suppose if there's something valuable in this house, it ought to be in here. Unauffällig mitnehmen, weil die Leute mögen das nicht so gern, wenn man denen die Sachen klaut. Hier ist nichts. So, wir müssten jetzt eigentlich raus können zu dem Mob. Ja, die Folge geht jetzt auch schon 40 Minuten. Jetzt gucken wir gerade mal hier oben. Große Splitterbobby-Nadeln, die nehmen wir mit. Und so, NSCs haben Statusanzeigen über ihren Köpfen. Die weiße Füllung steht für Aufmerksamkeit. Wenn sie steigt, achten die NSCs immer mehr auf dich. Die rote Füllung steht für Verdacht. Verdächtiges oder nervendes Verhalten füllt sie. Ist sie ganz voll, werden die NSCs feindselig. Es ist Zeit für den Kampf, du kannst dich nicht mehr einfügen. Und die Gesundheit von NSCs wird als gefülltes Dreieck in der Anzeige angezeigt. Bedenke, dass manche Aktionen sofort zu Aggressionen führen, wie unerlaubtes Betreten oder Stehlen. Go home and go to bed. So. Würde ich suchen nochmal die Schutthaufen. Und ich würde sagen, wir gehen mal in Richtung Brücke, ne? Beziehungsweise ich beende dann jetzt mal die Folge hier an dieser Stelle. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Nach mehrmaligem Gebrauch gehen Waffen kaputt. Also wir haben eine Schaufel noch gefunden, das ist sehr gut. Ja, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir, denke ich mal, zu so einer Grabungsstätte gehen, weil wir haben jetzt eine Schaufel. Mit der können wir graben. Und da hinten sind noch... Die will ich noch mitnehmen. Den Nachtklee, weil nächstes Mal... Ich beende jetzt die Aufnahme. Und wer weiß, ob nächstes Mal wieder Nacht ist und wir den Nachtklee sammeln können, ne? Deswegen machen wir das gerade noch. Tut alles Not. Wird alles gebraucht. Ich weiß noch nicht genau wofür, aber er ist mit Sicherheit nicht ganz grundlos da. So. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.